Jetzt bei TV Bayern Live. Die Schulen sind geöffnet, doch nur für wenige Schüler. Wann dürfen in Bayern wieder alle das Homeschooling verlassen? Wir zeigen, wie im Nachbarland Thüringen Präsenzunterricht möglich ist. Außerdem Teillockerungen in Regensburg möglich durch niedrigen Inzidenzwert. Und der Selbstversuch im Haare schneiden. Das Problem kennen viele. Unser Reporter Adrian holt sich deshalb Tipps. Jetzt bei uns. Hier ist wieder TV Bayern Live. Herzlich willkommen zu einer Stunde mit den wichtigsten Nachrichten aus dem schönsten Freistaat der Welt. Ja, wir warten weiter gespannt auf eine Ansage, wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten am 10. Januar mit der Kanzlerin zusammenschalten, wird vor allem ein Thema wieder sehr wichtig sein, die Bildung. Und genau dieses Thema schauen wir uns heute ein wenig genauer an. Wir wollten zunächst mal von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, welches Modell macht Ihrer Meinung nach am meisten Sinn aktuell? Ist es der Online-Unterricht, die Präsenz oder ein Hybrid? Meine Meinung ist, dass wenn es wäre, am besten ein Wechselunterricht, dass die Kinder wieder trotzdem in die Schule gehen, teilweise, weil sie daheim, wenn man arbeitet bzw. Homeoffice macht, kann man natürlich das Kind nicht so unterstützen. Ich glaube, es wäre gut, wenn vor allem die Abiturienten, die Abschlussschüler und vor allem die Jüngeren in die Schule gehen könnten mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept, einfach weil das, glaube ich, die Gruppen sind, die am meisten oder für die es am wichtigsten im Moment ist. Schule muss geschlossen sein und die Kinder zu Hause betreut werden, dass sie nicht krank werden und nicht über die Krankheit übertragen. Es ist schwierig, weil einfach dieser Online-Unterricht halt nicht so funktioniert, wie es vielleicht laufen sollte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wenn alles andere zu ist. Meiner Meinung nach sind halt auch Jugendliche und Kinder nicht davon ausgenommen, dass sie irgendwie dieses Virus bekommen können. Also ich habe selbst zwei schulpflichtige Kinder, gehen in Amberg in die Dr. Johanna-Decker-Schule. Und ich muss der Schule und den Lehrern eigentlich ein großes Lob aussprechen, dass das Ganze zu Hause auch so gut funktioniert. Natürlich tut jeder sein Bestes und das Lernen auf Distanz ist gut organisiert, aber es ersetzt den Unterricht nicht. Und gerade die kleinen Kinder, die brauchen einfach den Rhythmus, der ihnen vorgegeben wird von der Klasse und von der Schule. Bei Instagram haben Sie uns die Frage nach Präsenz oder online zahlreich beantwortet. Hier nochmal der Kontakt für die kommenden Umfragen. Die Menschen sind geteilter Meinung. Man sieht es hier deutlich. Vielleicht liegt das aber auch an den fehlenden Maßnahmen der Politik, beispielsweise Luftfilteranlagen oder auf der anderen Seite wirklich klare digitale Konzepte in die Tat umzusetzen. Dass es aber doch funktionieren kann, Kinder in die Schule zu schicken, zeigt eine kleine Stadt im Süden Thüringens in direkter Nachbarschaft zu Coburg. Im vergangenen Sommer gab es dort durchgehend Präsenzunterricht für alle, schlau koordiniert von den Bürgern und ohne einen einzigen Corona-Fall. Wir zeigen, wie das Modell Eisfeld Schule gemacht hat. Das Schulmännler von Eisfeld. Es steht für Bildung und Bürgersinn. Der Schäfer fand auf dem Acker einen Goldschatz und meinte, damit wollen wir eine Schule bauen. Das war vor vielen hundert Jahren. Und bis heute ist diese Gesinnung hier in Eisfeld am Wirken. Die neue Grundschule wurde saniert, war daher lange geschlossen und ist es noch heute, Corona-bedingt. Unterricht hier nicht möglich. Das rief im letzten Sommer die Bürgerschaft auf den Plan. Ja, das Eisfelder Modell kam aus der Situation heraus, dass sich unsere Schulen im Umbau befanden und die Grundschule in einem Containerdorf untergebracht war, wo keinerlei Hygienekonzepte umsetzbar waren. Und so habe ich mich mit Elternvertretern, mit der Schule hingesetzt und habe versucht, eine Lösung zu finden, um Präsenzunterricht auch anbieten zu können. Und dann sind wir auf das Eisfelder Modell gekommen. Genutzt wurden andere öffentliche Gebäude wie das Pfarrheim, ein Gemeindehaus oder das Schullandheim. So wie hier am Blessberg. Platz war genügend vorhanden und die Kinder wurden ortsnah beschult und betreut. Dankesbriefe der Schüler, die hier vom schönsten Sommer ihrer Schulzeit schrieben. Ja, also wir haben ein bisschen umfunktioniert. Wir sind ja da sehr, sagen wir mal, findig geworden. Wir haben in den Schlafräumen Räume geschaffen, wo man kleine Gruppen unterrichten kann. Wir haben hier den Speisesaal genutzt. Wir haben einen Unterrichtsraum, der ist komplett dafür ausgerichtet. Und wir haben noch einen weiteren multifunktionellen Raum auch dazu hergeben können.
Das Gemeindehaus vom Ortsteil Waffenroth beherbergt nicht nur die Feuerwehr, sondern im letzten Sommer auch die Eisfelder Schüler der 2. Klasse. Viel Platz und eine neue Tafel, dazu freies Internet. Also zum ersten Lockdown waren wir die einzige Grundschule im Landkreis Hildburghausen, wahrscheinlich auch in Thüringen, die gesagt hat, wir möchten gerne trotzdem Präsenzunterricht, trotz Lockdown. Und die Eltern waren von dem Konzept überzeugt und regionale Akteure wie Bürgermeister und Schulleiter haben sich da sehr gut mit eingebracht und so konnten wir unsere Ideen realisieren und zum Beispiel auch hier im Gemeindehaus in Waffenroth-Hinterroth einen Ortsunterricht anbieten. Und gleich neben der Eisfelder Kirche im historischen Pfarrhaus fand sich Platz für die 3. Klasse. Hier wirkte einst der Reformator und Lutherfreund Justus Jonas und hier gab es leibhaftig Mathe, Deutsch und Sachkunde. Reichlich Platz für Abstands- und Hygieneregeln. Der Gemeindekirchenrat und die ganze Kirchgemeinde würden sofort dieses Experiment wieder aufleben lassen und ja, das wieder so anbieten, damit Schule stattfinden kann. Schule möglich machen. Das Eisfelder Modell zeigte, dass es mit Engagement und Koordination geht. Dezentral. Da fallen auch die Hotspots im engen Schulbus weg. Monatelanger Präsenzunterricht in Eisfeld und dabei kein einziger Corona-Fall. Das blieb auch in Bayern nicht unbemerkt. Walter Nussel, Beauftragter für Bürokratieabbau, sieht darin eine starke Leistung der Kommunen. Kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch Nachahmer in Bayern finden könnten. Und ich sehe das, was Sie da durchgeführt haben in Thüringen, in Eisfeld, das ist wie mein Praxischeck. Sie haben also selbst hier so eine Art Praxischeck einmal durcherlebt, wie die das gemacht haben. Und da sollte man schon dranbleiben und das auch vertiefen. Ich werde das auch in meinen Gesprächen, Überlegungen mit einbringen und auch hier politisch einmal zu diskutieren. Das Eisfelder Modell. Nicht nur ein Lernerfolg für die Schüler, sondern auch einer für Politik und Pädagogik. Ja, man sieht es, das Eisfelder Modell ist eine Möglichkeit, wieder Präsenzunterricht zu geben. Doch leider gibt es so etwas nicht flächendeckend. Und genau diese Unterschiedlichkeiten, aber auch die Salamitaktik der Landesregierung, das verstimmt sowohl Schüler als auch Eltern und Lehrer, oder? Maximilian von Rosseck? Ja, Philipp, die Verunsicherung bei den Eltern und auch bei den Schülern ist natürlich gegeben. Deswegen befinde ich mich jetzt hier im Bayerischen Landtag und versuche mit Kultusminister Michael Piazzolo eine Klarheit reinzukriegen in die ganze Situation. Herr Minister, es gibt eine ständigen wechselnden Unterrichtsform. Es gibt wechselnde Ansagen und vor allem keine Planbarkeit. Kann man hier nicht den Frust und den Ärger der Eltern und Schüler und auch der Lehrer verstehen? Wir hatten jetzt gerade jetzt eine relativ lange Phase, die planbar war. Nämlich wir haben entsprechend dann vor Weihnachten schon angekündigt und das nochmal im Januar bestätigt, dass es erstmal 3 Wochen Distanzunterricht gibt. Das ist jetzt auch im Januar stattgefunden und hat sehr frühzeitig gesagt, dass dieser Lockdown und der Distanzunterricht nochmal verlängert wird bis zum 15. Februar. Also insofern gab es hier 5 Wochen lang eine entsprechende Berechenbarkeit. Und wenn wir zurückschauen, auch in das bisherige Schuljahr, dann hatten wir 10, 11 Wochen Präsenzunterricht. Also das ist wesentlich planbarer gewesen als im letzten Schuljahr. Nun geht es aber wieder um eine Phase, wo wir öffnen wollen ab dem 15. Februar. Und das müssen wir einfach von den Inzidenzzahlen abhängig machen. Weil Sie es gerade ansprechen, der Präsenzunterricht ist ja wesentlich besser als der Online-Unterricht, haben ja auch die Forschungen ergeben. Die Frage ist, warum wird jetzt nur für die Abitur, für die Abschlussklassen geöffnet und nicht gleich für alle? Man könnte ja genügend Hygienekonzepte aus der Schublade herausholen, die wurden ja schon alle reingebracht. Und auch eine Münchner Studie hat im Sommer 2020 ergeben, dass von den Kindern eigentlich keine Gefahr ausgeht. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir sehr steigende Inzidenzzahlen hatten, vom Oktober beginnend bis in den Dezember hinein, dass wir dort gerade auch in Bayern viele, viele Orte und Landkreise über 200 hatten und deshalb nach einem Lockdown-Light in einen scharfen Lockdown gegangen sind, auch zum Schutz unserer Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler. Gesundheit hat oberste Priorität, das war klar. Und deshalb auch Distanzunterricht. Dieser Distanzunterricht hat weitgehend gut funktioniert. Inzwischen gibt es sogar verschiedene Verbände, die sagen, warum bleiben wir nicht länger im Distanzunterricht? Aber, wie Sie auch angesprochen haben, Präsenzunterricht ist das bessere Modell. Der Distanzunterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Und es gab eine Entscheidung der Ministerpräsidenten, die gesagt haben, bis zum 15. Februar
höchstens Abschlussklassen, aber sonst keine Klassen in einem Wechselmodell. Und genau das haben wir nachvollzogen und haben jetzt am 1. Februar einige Abschlussklassen, auch nicht alle, wieder in einen Wechselunterricht gebracht. Das entspricht also genau den Beschlüssen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten. Was Sie gerade gesagt haben, es gibt verschiedene Modelle. In Thüringen gibt es das Eisfelder Modell. Da hat man sich ein wenig dieser Ministerkonferenz widersetzt und hat einfach in großen Räumen Noträume aufgebaut und konnte dort dann die Kinder unterrichten. Wäre das nicht jetzt schon denkbar, auch bei uns? Wir hatten auch vor kurzem einen Beitrag über Konferenzräume in Hotels. Also es gäbe die Räumlichkeiten und die wären auch bereit. Müsste man hier nicht etwa irgendwelche Fonds dafür gründen, um dann das zu ermöglichen, vor allen Dingen für die Grundschüler? Ja, wir haben so Ideen schon länger. Wir haben auch schon in verschiedenen Schreiben des Kultusministeriums darauf hingewiesen, unsere Schulen, aber auch die Kommunen, dass sie doch sich mal umschauen sollen, ob es nicht andere Räumlichkeiten gibt, um hier für Entzerrung zu sorgen. Da kann man natürlich an Hotels denken, da kann man auch an den einen oder anderen Saal in einer Gaststätte denken. Nur man muss immer auch sehen, es sollte nah an der jeweiligen Schule liegen, damit ein solcher Wechsel möglich sein kann. Und es muss auch entsprechende Hygienekonzepte geben. Also ich persönlich begrüße solche Vorstellungen, aber es liegt natürlich immer an den Schulen und auch den Kommunen, entsprechende Räume zu finden. An wem liegt es denn, dass vor allen Dingen einkommensschwache Schülerinnen und Schüler keine Geräte haben, um am Distanzunterricht teilzunehmen? Man hört ja immer wieder, es werden Gelder ausgegeben, es gäbe auch Geräte, aber effektiv ankommen tut doch nichts. Das kann man so nicht sagen. Es sind viele 10.000 Geräte auch von uns schon ausgegeben worden an die Schülerinnen und Schüler. Nur ist es so, wir haben insgesamt Schülerleihgeräte 182.000 und da sind noch einige vorhanden. Insofern kann ich nur diejenigen auffordern, die nicht über Geräte verfügen, sich an die Schulleitungen zu wenden und um ein solches Gerät zu bitten. Wir haben noch Geräte, die sind vielleicht nicht immer an der jeweiligen Schule, aber dann lässt sich auch etwas organisieren, um ein solches Gerät zur Verfügung zu stellen. Noch ganz kurz zum Abschluss Ihre Prognose. Ab wann werden wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule sein? Ja, zu Pandemiezeiten sind schwer Prognosen zu treffen. Die werden meistens dann von der Pandemie überholt. Wir wissen nicht, wie sich die Mutationen entwickeln. Im Moment haben wir gerade auch durch den Lockdown eine Richtung, die uns natürlich recht froh stimmt. Die Zahlen gehen nach unten. In Bayern ungefähr ein Indiz aktuell von 80. Insofern ist es jetzt mein Ziel, dass wir am 15. Februar zumindest die Grundschulen, die Förderschulen und auch die Abschlussklassen wieder in die Schulen bringen, im Wechselunterricht. Und dann, dass wir dann in absehbarer Zeit auch wieder den Rest der Schülerinnen und Schüler in die Präsenz bringen. Das ist für die Schülerinnen und Schüler wichtig, nicht nur wegen des Lernens, sondern auch wegen der sozialen Kontakte. Insofern hoffe ich, dass wir das umsetzen können. Vielen Dank, Herr Minister. Danke auch. Ja, Philipp, es ist noch nicht planbar, es ist doch sehr kompliziert, aber eins versuche ich zumindest in Erfahrung zu bringen, wo man denn diese Geräte dann sich ausleihen kann. Und damit gebe ich auch wieder zurück ins Studio. Ja, viel Erfolg dabei, Maximilian. Und in Sachen Bildung geht es auch gleich noch weiter bei uns. Gleich zeigen wir Ihnen nämlich, wie im Lockdown ein Kindergarten im Allgäu die für die kindliche Entwicklung so wichtige Kommunikation untereinander aufrechterhält und sein Konzept digitalisiert. Kindergarten 2.0. Doch zuvor noch ein ernstes Thema. In den vergangenen Wochen berichteten wir über den Ausbruch von einer Corona-Mutation am Klinikum Bayreuth. 3.300 Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt. Der Krankenverkehr wurde stark eingeschränkt. Doch als ob das nicht schlimm genug wäre für den Klinikbetrieb und die Angestellten, wird jetzt die Nächstenliebe im Ort stark auf die Probe gestellt. Das Wetter könnte nicht besser zu den aktuellen Geschehnissen am Bayreuther Klinikum passen. Seit gut 1,5 Wochen befinden sich die Mitarbeiter in einer sogenannten Pendelquarantäne. Heißt, sie dürfen entweder nur zu Hause oder auf Arbeit sein. Die Belastung ist in der Zwischenzeit tatsächlich sehr, sehr hoch. Wenn dann noch dazu kommt, dass man organisieren soll, dass was zu essen zu Hause ist, das Kind versorgt ist. Wenn man dann auch noch erlebt, dass man nicht immer überall willkommen ist und manchmal auch etwas rüde behandelt wird, dann ist das schon eine Belastung. Was der Kliniksprecher meint, sind Ereignisse, die fassungslos machen. So wird beispielsweise eine Mitarbeiterin aus der Tankstelle verwiesen und das Kind einer anderen muss in der Notbetreuung alleine spielen. Alles nur, weil die Eltern am Klinikum arbeiten. Ein Zustand, der auch im Bayreuther Rathaus für Unverständnis sorgt.
Mit einer Videobotschaft wendet sich der Oberbürgermeister an die Bürgerinnen und Bürger. Solidarität sollten aber auch wir, die Bayreutherinnen und Bayreuther, ihnen gegenüber demonstrieren, indem wir sie, wo es nur geht, unterstützen. Mir ging es zum einen darum, dass die Mitarbeiter sehen, dass wir, das heißt die Mehrheit, hinter ihnen stehen und dass wir durchaus wissen, dass es eine anspruchsvolle, schwierige Situation für sie ist, aber dass sie die eben auch für uns mitmeistern wollen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Anregungen geben bei der Bevölkerung, nachzudenken, was man denjenigen eigentlich auch zu verdanken hat, die Tag für Tag diese Arbeiten für sie machen. Unterstützung gibt es seit kurzem auch durch eine Facebook-Gruppe. Einkaufen, die Kinder in den Kindergarten bringen oder mit dem Hund Gassi gehen. Alltägliche Dinge, die für viele Mitarbeiter des Klinikums nicht möglich sind, die jetzt andere Bayreutherinnen und Bayreuther für sie übernehmen. Eine positive Nachricht gibt es auch für die Patienten. Für sie entfällt nämlich der Aufnahmestopp auf Stationen, die nicht von Corona betroffen sind. Das ist, glaube ich, für die Patientinnen und Patienten hier im Raum Bayreuth und in Oberfranken eine wichtige Information. Auch der Rettungsdienst ist da sehr dankbar dafür, denn das Verlegen der Patienten in andere Krankenhäuser hat die Kollegen schon sehr in Anspruch genommen. Die Mitarbeiter der Klinik Hohe Warte, die ebenfalls zur Klinikum Bayreuth GmbH gehört, können seit dieser Woche endlich wieder aufatmen. Für sie ist die Pendelquarantäne vorbei. Anders sieht es bei den Beschäftigten des Klinikums Bayreuth aus, die auf Stationen mit Corona-Infektionen arbeiten. Für sie gilt die Maßnahme bis mindestens zum 10. Februar. Und was sonst noch wichtig war und ist bei uns in Bayern, das haben wir jetzt mal kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Nachrichtenüberblick. Die Stadt Regensburg hat einen der niedrigsten Inzidenzwerte Bayerns. Für die Bürger der Stadt bedeutet das gewisse Lockerungen. So werde es wieder geduldet, dass die Bürger in der Altstadt essen, trinken oder rauchen können, allerdings im Stehen und mit genügend Abstand zu anderen. Das hat die Stadt Regensburg am Donnerstag angekündigt. Oberbürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarz-Fischer war am Donnerstagabend im Regensburger Presseclub zu Gast und hat noch einmal bekräftigt, dass es keine weiteren Lockerungen geben wird. Denn aufgrund der höheren Inzidenzwerte in den angrenzenden Landkreisen wolle man verhindern, dass Besucher in Regensburg einkaufen oder sich zum Beispiel die Haare schneiden lassen. Zudem könnten Lockerungen nur nach Absprache mit der Regierung der Oberpfalz und dem Bayerischen Gesundheitsministerium erfolgen. Man wolle einen Jojo-Effekt verhindern. Die Corona-Krise schlägt in Teilen des Handwerks voll zu. Rund 90.000 Handwerksbetriebe in ganz Bayern bekommen die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Handwerkskammer hervor. Besonders betroffen seien die Branchen, deren Einnahmen durch die angeordneten Betriebsschließungen komplett wegfallen. Auch das Kfz-Gewerbe habe mit einer geringeren Auftragslage zu kämpfen und müsse Umsatzeinbußen hinnehmen. Nach vorläufigen Schätzungen seien im vierten Quartal 2020 etwa 36 Milliarden Euro umgesetzt worden. Das entspreche einem Minus von 0,3% zum Vorjahr. Der Baubereich stabilisiere die Gesamtzahlen maßgeblich und habe einen positiven Einfluss auf die konjunkturelle Gesamtentwicklung. Für die kommenden Monate seien Bayerns Handwerker jedoch wenig optimistisch. 33% rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Geschäftslage. Das Bistum Würzburg will einen sogenannten Betroffenenbeirat einrichten. Hierfür sucht die Diözese in einer öffentlichen Ausschreibung nach Menschen, die sexuelle Gewalt im Raum der katholischen Kirche erlebt haben. Dieser Beirat darf anschließend zwei Mitglieder benennen, welche die Aufarbeitungskommission des Bistums Würzburg unterstützen. Das Ziel ist es, sich fachlich damit auseinanderzusetzen, wie künftig mit Fragen der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche in Unterfranken umgegangen wird. Bischof Franz Jung sind der Austausch sowie das Gespräch mit den Betroffenen wichtig. Gleichzeitig sollen Strukturen offengelegt und Verantwortliche beim Namen genannt werden. Zudem sollen alte Fälle aufgearbeitet werden. Seit Juni habe Bischof Jung sich mit Betroffenen zu Gesprächen getroffen. Die Beteiligten hatten im September 2020 dafür gestimmt, dass diese Treffen in Form eines Betroffenenbeirats weiter stattfinden sollen. Weitere Informationen zum Ausschreibungsverfahren gibt es auf der Homepage des Bistums. Im März dieses Jahres will man mit der Aufarbeitung beginnen. Der Markt Tettau ist wieder daheim im Freistaat, also digital gesprochen. Denn das soziale Netzwerk Facebook hat den bayerischen Markt bislang im Freistaat Thüringen bzw. Thüringen
verortet. Nachdem ein Bürgerbegehren zu keiner Lösung führte, hat sich sogar unsere Digitalministerin Judith Gerlach eingeschaltet und eine Korrektur der geografischen Fehleinschätzung gefordert. Nach knapp 10 Jahren Zwangsaufenthalt in Thüringen ist also nun das fränkische Tettau auch auf Facebook wieder Teil unseres Freistaats. Gerlach begrüßte die Tettauer augenzwinkernd zurück in ihrer alten Heimat. Und da schließen wir uns natürlich gerne an. Also willkommen daheim, liebe Tettauer. Gleich zeigen wir Ihnen die Digitalisierung für die Kleinsten unter uns. Kindergarten 2.0. Wie der wichtige Kontakt der Kindergartenkinder untereinander auch in Corona-Zeiten gefördert werden kann, zeigt uns ein Beispiel aus dem Allgäu. Außerdem Vorsicht vor falschen Polizisten und Ärzten. Immer wieder versuchen Trickbetrüger am Telefon ihr Glück. Alle Infos dazu gleich bei uns. Sie wollen auch unter der Woche wissen, was in Ihrer näheren Umgebung los ist? Die bayerischen Regionalsender berichten von Montag bis Freitag aktuell und kompetent auf der Frequenz von RTL. Sehen Sie täglich ab 18 Uhr eine halbe Stunde die aktuellsten Nachrichten und Informationen aus Ihrer Heimat. Und samstags ganz Bayern in einer Stunde bei TV Bayern Live ab 17.45 Uhr. Ihre regionalen Nachrichten und Berichte gibt's natürlich auch im Web, als Stream und über Smart TV. Weitere Informationen finden Sie unter tvbayernlive.de. TV Bayern Live, willkommen zurück. Wir haben es ja eben schon gehört, die Digitalisierung schreitet in den Schulen immer weiter voran, wenn auch mehr schlecht als recht. Aber viele bieten mittlerweile Tablets und Laptops an oder haben digitale Tafeln. Das sogenannte digitale Klassenzimmer entwickelt sich also immer weiter. Aber wie ist das im Kindergarten? Es ist ja eigentlich verpönt, die Kleinsten so früh mit der Technik zu konfrontieren, doch vor dem Fortschritt verschließen geht auch nicht. Ein Beispiel jetzt aus dem Allgäu. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Morgen im Kindergarten Niedersonthofen. Allerdings sind deutlich weniger Kinder in der Einrichtung als sonst. Aktuell ist etwa ein Drittel in der Notbetreuung im Kindergarten. Die restlichen Kinder müssen Corona-bedingt zu Hause bleiben. Doch auch sie sollen am Kindergartenalltag teilnehmen können, findet Leiterin Silke Schwarz. Deshalb gibt es in Niedersonthofen seit kurzem einen digitalen Kindergarten. Hier können die Kinder, die nicht im Kindergarten sein können, per Live-Schaltung beim Morgenkreis dabei sein oder mit ihren Freunden Videochatten. Das neue Online-Angebot findet bei allen Beteiligten großen Anklang. Die Eltern geben uns die Rückmeldung, dass das eine ganz tolle Alternative ist, dass ihre Kinder eben auch mit unseren Kindern hier in Kontakt bleiben können, dass sie sich gut informiert fühlen und ein klein wenig Anteil am Kindergartenalltag haben. Vor allem für die Vorschulkinder sei das In-Kontakt-Bleiben mit Gleichaltrigen sehr wichtig, so Schwarz. Das erleichtere die Einschulung. Aber auch für die anderen Kinder sei der digitale Kindergarten eine gute Alternative während der Corona-Zeit, denn er bringt zumindest ein kleines Stück Normalität zurück. Aber kann das Online-Angebot einen normalen Kindergartenbesuch wirklich ersetzen? Ich denke vielleicht einen ganz kleinen Anteil. Wir haben uns ja auch an die Digitalisierung gewöhnt, definitiv. Aber es kann nicht alles ersetzen. Ich denke an kleinen Anteil, so wie ich das einschätze. Das andere ist auch wichtig, dass die Kinder sich hier begegnen können, miteinander spielen, ganz in Kontakt treten, sich berühren können. Das ist ganz, ganz wichtig und das wird immer unser Schwerpunkt bleiben. Digitalisierung ist ein kleiner Anteil. Der wird kommen, der wird auch nicht mehr wegzudenken sein, aber das andere wird immer dominieren, die analoge Weise. Der Kindergarten Niedersonthofen baut laut Silke Schwarz auf eine baldige Rückkehr aller Kinder. Denn das Streaming ist nicht immer einfach. Vor allem die Technik streikt noch häufig und es kommt immer wieder zu Bildausfällen. Trotz der technischen Schwierigkeiten sei das digitale Angebot ein wichtiger Schritt für die Digitalisierung der Kindergärten. Das war verpönt hier im Kindergarten. Digitalisierung im Kindergarten ist verpönt, die Eltern haben Angst. Die Kinder schauen ja zu Hause schon viel Tablet, Fernsehen etc. Und viele Eltern haben Angst, dass wir das jetzt auch noch aufgreifen und das viel zu viel zum Thema machen. Ich glaube, diese Angst ist weg. In Niedersonthofen arbeiten Leiterin Silke Schwarz und ihr Team bereits an einem Konzept, um digitale Medien dauerhaft in den Kindergartenalltag zu integrieren. Dadurch soll den Kindern auch in der Zeit nach Corona ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien vermittelt werden. Und wie wichtig digitale Angebote derzeit sind, zeigt auch unser nächstes Beispiel. Seit fast einem Jahr sind nämlich alle Messen mit Besuchern
verboten. Zum Teil sind aus Messehallen Test- und Impfzentren geworden. Ein Unternehmer aus Regensburg will aber trotzdem Messen veranstalten und hat deshalb kurzerhand eine virtuelle Plattform gebaut, die 365 Tage im Jahr selbst für Millionen von Messebesuchern erreichbar ist. Über fehlende Arbeit konnte Johannes Schweiger im vergangenen Jahr nicht klagen. Der Regensburger betreibt einen Fachhandel für Krankenpflege und Medizinprodukte. Dennoch hat er sich im Jahr 2020 die Zeit genommen, etwas Neues anzustoßen. Das war einfach für uns auch wichtig, dass wir uns irgendwie nach außen auch wieder darstellen können, dass wir unsere Dienstleistungen und unsere Produkte eben auch nach außen präsentieren können. Und daraus ist ja dann eben diese Idee mit dieser virtuellen Messe eben entstanden. Knapp 7 Monate hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert, dann stand die virtuelle Messe. Dass sich Messen auch in Zukunft und unabhängig von Corona im virtuellen Raum abspielen, hält Johannes Schweiger für realistisch. Ich glaube auch, dass sich in den nächsten Jahren einfach auch dieses Verhalten, wie gehe ich auf eine Messe, wie hole ich mir Informationen, massiv ändern werden. Ich für mich selber muss auch entscheiden, werde ich demnächst auf eine Messe nach Hamburg fliegen, wenn es wieder möglich wäre, oder ist das Ganze in einem digitalen Bereich so aufgearbeitet, dass ich es wirklich hier von Regensburg aus eben auch wahrnehmen kann. Und ich spare mir die Flugkosten, ich spare mir die Übernachtung, bin abends bei der Familie zu Hause. Man kann sowohl mit einem mobilen Endgerät als auch mit einer VR-Brille durch die Räume gehen. Neben Ausstellungsständen gibt es auch Vortragsräume, die separat gebucht werden können. Momentan geht man durch mit so Art, wie man es in Google Street View kennt. Man klickt auf den Bildschirm, swappt dann eben eins weiter. Im nächsten Schritt könnte man durchlaufen wie im Computerspiel. Und wenn dann so eine VR-Brille mal massentauglich irgendwo verfügbar ist, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, das eben auch mit dieser VR-Brille zu nutzen. Auch unser Reporter konnte sich von der Plattform überzeugen. Er war überrascht von der Darstellung. Es fühlt sich, gerade mit VR-Brille an, als wäre man tatsächlich auf einer Messe, so ein Urteil nach einer Probetour. Das Ellipsa Bildungszentrum, so der Name der virtuellen Messe, soll 365 Tage im Jahr erreichbar sein. Auch in der Zukunft nach der Pandemie will Johannes Schweiger die Plattform online lassen. Virtuell über eine Messe gehen, ohne Reisestress und Übernachtung, ganz bequem vom Bürostuhl oder von der Couch aus. Ein Modell, das in der Krise geboren worden ist, das aber auch durchaus ein Modell für die Zukunft sein kann. Herzlich willkommen auf unserer virtuellen Kongressplattform. Tja, nur das Networken danach sollte man nicht außer Acht lassen. Gleich blicken wir über die Grenzen Bayerns hinaus. Denn im Lockdown sind wir mit unseren eigenen Problemen beschäftigt und vergessen zu leicht, dass Tausende von Flüchtlingen noch in Lagern, zum Beispiel in Griechenland, festhängen unter schlimmsten Bedingungen. Ein bayerischer Filmemacher hat sich dort hingewagt. Doch zuvor geht es um den nachwachsenden Rohstoff Holz. Nachhaltig, natürlich und einfach schön. Auch zum Bauen eignet sich Holz hervorragend. Deswegen kommen Holzhäuser und alle möglichen Varianten der Holzbauweise auch immer mehr in Trend. Wir haben bei einem bayerischen Bauunternehmen hinter die Kulissen geschaut und uns bei der Gelegenheit auch gleich den Beruf des Zimmerers erklären lassen. Der Baustoff Holz ist voll im Trend. Das zeigt ein Besuch bei diesem Holzbauspezialisten in Aichach in Schwaben. Kein Wunder, Holz ist besonders umweltfreundlich. Gerade deshalb ist es in den letzten Jahren als Baustoff regelrecht neu entdeckt worden und gewinnt wieder verstärkt an Bedeutung. Es ist zweifelsohne im Trend. Die klaren Vorteile vom Holzbau sind, also Holzbau ist generell trocken, durch den hohen Vorfertigungsgrad wesentlich schneller auf der Baustelle. Und die Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema. Holz ist der einzige Baustoff, der mit der Kraft der Sonne wächst. Alle anderen benötigen große Mengen an Energie, fossilen Energieträgern für die Herstellung. Holz stellt demgegenüber noch eine Senke dar. Das heißt, über die Laufzeit oder über die Nutzungszeit von dem Holz, das in Gebäuden über Jahrzehnte eingebaut ist, entnimmt Holz aus der Atmosphäre Kohlendioxid und wirkt dem Klimawandel entgegen. Bin mir sicher, nur mit Holz können wir uns aus der Klimakrise herausbauen. Das mittelständische Unternehmen aus Aichach hat 270 Mitarbeiter und ist bautechnisch in ganz Europa unterwegs. Hier Bilder aus dem Portfolio. Der Hauptbahnhof in Stuttgart, das erste Holzhochhaus Deutschlands in Heilbronn, das Haus der Technik in Detmold, der Elefantenpark im Zoo Zürich, der Businesskomplex Mare Maritime in Brüssel und die Metropol Parasol, weltweit eines der größten Holzbauwerke in Sevilla. Das Unternehmen produziert vor allem Brettsperrholz für das reguläre Liefergeschäft und sämtliche Bauelemente für eigene Projekte.
Holz hat noch einen weiteren Vorteil. Wenn es richtig eingesetzt ist, ist es genauso lange haltbar wie alle anderen Baustoffe. Eine wichtige Rolle beim Holzbau hat neben dem Architekten der Zimmerer. Er fertigt in der Regel, errichtet und repariert. Eignen tut sich eine Person, wenn er sich räumlich was vorstellen kann, wenn er im Freien arbeiten will. Es ist ja nicht bloß so wie bei uns, dass man sehr viel in der Halle ist. Es gibt ja andere Firmen, wo man mehr rauskommt. Wenn man eine eigene Initiative hat, ich will jetzt das bauen, ich will das machen, der, wo auf Montage gehen will, oder vielleicht einmal ins Ausland. Es ist sehr vielseitig. Ich habe immer die Möglichkeit, wenn ich mich weiterbilden möchte, dass ich da was machen kann. Entwickeln, produzieren und bauen. Matthias Harms ist Auszubildender hier in Aichach im dritten Lehrjahr. Zimmerer ist für den 19-Jährigen ein Traumberuf. Man muss aber körperlich belastbar und fit in Mathematik sein, wie er betont. Es ging früher schon bei mir so los. Mein Opa, der hat eine Schreinerei. Und wenn ich früher mal nicht in den Kindergarten gewollt habe, da bin ich dann zum Opa und habe dann lieber da in der Schreinerei ein wenig mitgeholfen. Und so habe ich eigentlich schnell Gefallen dran gefunden, das hat mir einfach Spaß gemacht, mit Holz zu arbeiten. Und dann war natürlich die Ausbildung zum Zimmerer sehr nahegelegen. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen, ja. Man ist immer in Bewegung, es wird einem nie langweilig und vor allem, man sieht halt am Ende vom Tag, was man geschafft hat. 15 Azubis zählt der Betrieb hier in Aichach, 12 Zimmerer und 3 Industriekaufleute. Für sie gibt es die JAV, die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Also die JAV wird alle 2 Jahre von den Auszubildenden und den jungen Beschäftigten gewählt. Wir kümmern uns um die Belange dieser Personengruppe. Unsere Aufgabe ist es zum Beispiel, die Ausbildungspläne zu überwachen, damit diese auch so eingesetzt werden. Und unsere Arbeit erfolgt immer in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Also der Betriebsrat wird auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt. Das Betriebsverfassungsgesetz gibt uns die Möglichkeit, dass wir eben Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte haben. Und auf dieser Grundlage können wir mit dem Arbeitgeber Vereinbarungen treffen, speziell für den Betrieb, zum Beispiel zu Themen wie Fahrzeiten oder Arbeitszeitflexibilisierung. Und das erlaubt es uns einfach, Verbesserungen auch für die Arbeitnehmer und speziell für die Azubis danach zu ermöglichen. Große Herausforderungen, die sich kompliziert anhören. Tatsächlich ist es nicht immer ganz einfach, aber in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt meistert der Betriebsrat diese Aufgabe. Und was den Holzbau betrifft, so hofft man hier in Aichach, dass diese umweltschonende Bauweise in Zukunft noch weiter Schule macht. Die Polizei Unterfranken warnt wieder vor allem die ältere Bevölkerung vor einer neuen Betrugsmasche. Diesmal nutzen die Kriminellen die gestiegene Hilfsbereitschaft in der Corona-Pandemie aus. In der Nachbarschaft wurde eingebrochen. Deswegen verwahren wir zur Sicherheit ihr Bargeld und die Wertsachen. So ähnlich laufen wohl die Telefonate der Betrüger ab, die sich als Polizisten ausgeben. Die Opfer sind oft arglose Seniorinnen und Senioren. In Unterfranken sind die falschen Polizeibeamten zurzeit wieder aktiv, mit einer neuen perfiden Masche. Der Anrufer gibt sich als Arzt aus und behauptet, dass ein Familienangehöriger des Seniors oder der Seniorin schwer an Corona erkrankt sei und nun dringend teure Medikamente oder teuren Impfstoff benötigen würde. Die Täter zielen darauf ab, dass die Seniorinnen und Senioren dann aus Sorge um ihre Familienangehörigen dann hohe Geldbeträge zur Verfügung stellen. Es wird dann ein Übergabetermin vereinbart und das Geld soll dann letztendlich an einen Abholer übergeben werden. Die Täter verlangen dabei Geldbeträge bis in den 5-stelligen Bereich. Zur Prävention appelliert die Polizei an das Umfeld der möglichen Opfer. Es macht Sinn, seine älteren Freunde und Bekannte wirklich über die gängigen Betrugsmaschen aufzuklären und sie über die jeweiligen Vorgehensweisen der Täter auf dem Laufenden zu halten. Darüber hinaus raten wir natürlich, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen, den Notruf 110 zu wählen. Und wir raten immer dazu, niemals Geldbeträge an Fremde zu übergeben. Bisher konnten alle Betrugsversuche vereitelt werden. Die bekannten Fälle wurden im Raum Schweinfurt und Bad Kissingen in Unterfranken gemeldet.
Und eine weitere kriminelle Machenschaft. Die Polizei stellt einen starken Anstieg von illegalem Welpenhandel fest. Fast täglich werden junge Hunde gefunden, die ohne Papiere über die Grenze gebracht werden. Grund für die Häufung ist offenbar die verstärkte Nachfrage nach Welpen in Corona-Zeiten. Die kann von den Züchterinnen und Züchtern im Inland nicht schnell genug gedeckt werden. Tierschützer warnen vor dem Kauf dieser illegalen Welpen. Die Tiere werden fast immer zu früh von ihren Müttern getrennt, was zu lebenslang bleibenden Schäden im Immunsystem führen kann. Erkennen kann man solche sogenannten Wühltischwelpen unter anderem daran, dass sie keine Papiere und keinen Impfpass von einem Züchter haben. Neugeborene, die von Ratten gebissen werden, Zelte vom Regen weggeschwemmt und Menschen, die nichts mehr zum Anziehen haben. Immer wieder werden solche Bedingungen über die Flüchtlingslager in Griechenland bekannt. Der Oberpfälzer Bastian Schertl ist Filmemacher. Er wollte die Umstände dort bildlich festhalten. Ein Dokumentarfilm soll den Vergessenen ein Gesicht und eine Stimme geben. Mein Schwiegervater misshandelte mich. Er hat mir den Arm gebrochen und meinem Mann befohlen, mich zu töten. Aber mein Mann lehnte das ab. Als ich schwanger mit unserer jüngsten Tochter war, schlugen sie mich so stark, dass ich blutete und die Ärzte sagten, sie würde sterben. Aber sie überlebte. Und ich sagte zu meinem Mann, wir müssen gehen, unserer Kinder zuliebe. Es sind furchtbare Erlebnisse und bescheidene Träume von einer besseren Zukunft, die diese Mutter aus Afghanistan zur Flucht trieben. Sie wollte ein Leben in Sicherheit für ihre Kinder. Doch all die Hoffnungen sind wie bei den Zehntausenden Geflüchteten zerstört. Unzählige sind gefangen in griechischen Flüchtlingslagern, in denen es an allem fehlt. An Medizin, an Kleidung, an Lebensmitteln. Es gibt nicht einmal für alle eine Unterkunft. Bastian Schertl aus Amberg war wochenlang in Griechenland und hat dort das Leid mit seiner Kamera dokumentiert. Er möchte mit seinen Bildern den Vergessenen eine Stimme geben. Der Traum von einem guten Leben in Europa sei für viele inzwischen zum Albtraum geworden. Ich träume nicht mehr, denn ich kann nicht mehr schlafen. Und so kann ich auch nicht mehr träumen. Und selbst wenn ich schlafe, dann sehe ich nur furchtbare Bilder, habe schreckliche Albträume. Diese schrecklichen Bilder hat Bastian Schertl eingefangen und will sie in seinem Dokumentarfilm veröffentlichen. Denn Europa müsse das Leiden in Griechenland endlich beenden. Ja, Bilder, die aufrütteln und packende Interviews. Und der Filmemacher ist uns jetzt live zugeschaltet. Bastian Schertl, herzlich willkommen. Hallo, servus. Bastian, wie kamst du eigentlich auf die Idee, als Bayer eine Doku über die Situation auf den griechischen Inseln zu filmen? Ja, also ich glaube, als Fotograf und Filmemacher hat man natürlich eine gewisse Verantwortung seinem Publikum gegenüber. Und habe natürlich auch die Situation vor Ort lange verfolgt. Und zwei Tage nach dem Brand in Moria, am 10. September, habe ich mich dann final dazu entschlossen, einen Film darüber zu drehen. Wie schwer war das Ganze? Also wie waren die Bedingungen vor Ort? Aber kann man da auch einfach drehen? Also kommt man einfach rein, braucht man eine Drehgenehmigung? Ja. Grundsätzlich würde man eine Drehgenehmigung brauchen. Und die Bedingungen vor Ort sind natürlich schlimmer, als man sie sich vorstellen kann. Natürlich hört man immer wieder von, auch jetzt durch mich, von den schlimmen Vorkommnissen und von den schlimmen Situationen vor Ort. Aber es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Also die Menschen werden dort Monate, teilweise jahrelang in Zelten festgehalten, ohne jegliche Hoffnung, ohne Information. Und Griechenland will natürlich verhindern, dass solche Bilder die Camps verlassen. Und deswegen musste auch ich immer meine Kamera mit in die Camps schmuggeln. Und durfte natürlich auch nicht außerhalb mit der Kamera erwischt werden. Da sind ja auch schon prekäre Witterungsbedingungen ein ganz großer Notstand, wenn da die Zelte wegfliegen. Das haben wir auch schon des Öfteren gesehen. Was war denn so das Dramatischste, wo du gesagt hast, das hat mich wirklich tief berührt? Gab es eigentlich viele Situationen. Und ich glaube, was mich nachhaltig sehr, sehr geprägt hat und was mich immer wieder daran erinnert, wie verzweifelt die Leute sind, ist eigentlich die Aussage von kleinen Kindern, die eigentlich die Unschuldigsten sind, die gar nichts dafür können, die
offen zu dir sagen, wir wären lieber zu Hause geblieben, dort wären wir nur einmal gestorben, hier stirbt man jeden Tag. Und sowas an den Außengrenzen Europas. Es gibt sicherlich auch viele unbegleitete Geflüchtete nach wie vor, Kinder, hast du gerade angesprochen. Wenn du aber jetzt so die Mehrzahl der Menschen dort siehst, was sind das für Menschen, was sind die Beweggründe, dass sie sich tatsächlich auf ein Schlauchboot stürzen und auf eine Insel fliehen? Der wichtigste Grund und ist einfach, dass die Menschen leben in Freiheit und Würde, in Sicherheit wollen. Und das ist natürlich der größte Grund. Ich meine, niemand flieht freiwillig. Keiner hinterlässt seine Mutter, seine Hinterbliebenen freiwillig. Keiner hinterlässt sein Haus. Aber wenn dir auch Jugendliche davon erzählen, dass ihr Haus gestürmt wurde vom IS und ein Familienteil hingerichtet wurde, exekutiert wurde, dann schämt man sich auch irgendwo dafür, dass Europa so an seinen Außengrenzen versagt und die Menschen eben in solchen Bedingungen leben lässt. In der Flüchtlingskrise 2015 war ja Deutschland immer das beliebteste Land, da wollten alle hin. Ist das immer noch so? Hat man das gemerkt? Die Menschen wollen nach Deutschland explizit? Gar nicht. Also wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, jeder von uns hat ein Leben in Sicherheit und Freiheit verdient und möchte das auch. Und da ist es total egal, ob das Deutschland, Italien, Europa irgendwo ist. Es geht einfach nur um Leben in Sicherheit und Freiheit. Und Europa ist nun mal aufgebaut auf Werten wie Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Und Europa hat dahingehend total versagt. Und die Hoffnung schwindet natürlich auf ein solches Leben, wenn du täglich in einem Camp eingesperrt bist. Aber was müsste passieren? Ja. Afrika-Experten sagen, 500 Millionen Menschen machen sich bis 2050 auf den Weg zu uns. Siehst du da einen Ausweg aus der Lage? Also ich glaube natürlich, dass solange wir durch das Leid anderer profitieren, also sprich durch Waffenexporte, durch wirtschaftliche Ausbeutung, sollte es nicht Ziel sein, uns zu schützen, sondern die Menschen vor Ort. Und das muss einfach geschehen. Ansonsten wird auf die Menschen, auf die Fliehenden, auf die Schutzsuchenden leider noch viel mehr Leid zukommen als aktuell. Ja, vor allen Dingen auch Hilfestellung zur Selbsthilfe, dass sie eben auch zu Hause dann wirtschaftlich gut leben können. Jetzt noch eine Frage, richtig. Natürlich wahrscheinlich ja. Die wichtigste Frage, wo kann man den Film denn sehen? Wir haben ja jetzt nur Ausschnitte gezeigt. Genau, das ist noch abzuklären. Ich möchte natürlich auch noch mal vor Ort, wir betreuen auch vor Ort noch aktiv Projekte. Wir haben eine Schule aufgebaut dort unten, die wir noch betreuen. Deswegen werden noch einzelne Abschnitte nachgedreht. Aber Ziel ist es dann natürlich, den so großflächig wie möglich zu zeigen. Ja, das bedeutet in Kinos natürlich, aber die sind im Moment zu. Absolut. Mit wem verhandelt man denn gerade? Mit kleinen Kinos. natürlich hat man auch nach Corona die Hoffnung, dass es irgendwann weitergeht. Da müssen wir einfach schauen, müssen wir die Situation abwarten und hoffen, dass uns Covid bald wieder in Ruhe lässt. Bastian Schertl, herzlichen Dank, tolle Doku und ich wünsche ganz viel Erfolg, dass der Film großflächig gezeigt wird. Danke. Danke ebenso. Unsere Haare wachsen und wachsen und wir können aktuell nichts dagegen unternehmen. Denn seit über 7 Wochen haben Friseursalons geschlossen. Das heißt, bei vielen ist der Termin zum Haareschneiden längst überfällig. Unsere Reporter wagen deshalb den Selbstversuch. Wie gut es ihnen gelingt und welche Tipps die Profis geben, gleich bei uns. Sie wollen auch unter der Woche wissen, was in Ihrer näheren Umgebung los ist? Die bayerischen Regionalsender berichten von Montag bis Freitag aktuell und kompetent auf der Frequenz von RTL. Sehen Sie täglich ab 18 Uhr eine halbe Stunde die aktuellsten Nachrichten und Informationen aus Ihrer Heimat. Und samstags ganz Bayern in einer Stunde bei TV Bayern Live ab 17.45 Uhr. Ihre regionalen Nachrichten und Berichte gibt's natürlich auch im Web, als Stream und über Smart TV. Weitere Informationen finden Sie unter tvbayernlive.de. Wie steht es eigentlich so um Ihren grünen Daumen? Ich hoffe, besser als bei mir. Ich weiß noch nicht mal, wie oft man so einen Gummibaum gießen muss. Und die Deutschen sind ja Europameister, was das Besorgen von Grünpflanzen für die eigenen 4 Wände angeht. Aktuell haben wir in Bayern ja auch viel Zeit, um uns um die Flora zu Hause zu kümmern. Hier ein paar Tipps für Sie und mich.
Zimmerpflanzen sind etwas Großartiges. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern sorgen auch dafür, dass ein gesundes Klima im Raum herrscht. Aber was, wenn der grüne Daumen fehlt? Damit keine Pflanze mehr verkümmern muss, geben wir heute Tipps zur Pflanzenpflege. Zu wenig gießen ist offensichtlich nicht gut, zu viel aber auch nicht. Wenn die Gießkanne doch mal überschwappt, ist das nicht schlimm. Tampons sind in dieser Situation die Retter in der Not. Einfach ein oder mehrere Tampons in die nasse Erde stecken. Die saugen mit der Zeit einen großen Teil des Wassers wieder auf. Die vollen Tampons wieder raus und die Pflanze ist vor dem Ertrinken gerettet. Tipp Nummer 2. Am einfachsten ist das Gießen, wenn die Pflanze sich ihr Wasser von allein holen kann. Dafür mit einer Gabel einfach ein bis zwei Löcher in den Deckel einer alten Plastikflasche pieksen, danach noch fix den Boden der Flasche abschneiden. Jetzt das Ganze zusammengeschraubt und mit dem Deckel nach unten fest in die Blumenerde eingegraben. Wenn alles gut sitzt, nur noch Wasser in die Flasche und die Pflanze kann die nächsten Tage von ihrem Wasservorrat leben. Tipp Nummer 3. Wenn Sie das nächste Mal einen Tee kochen, werfen Sie den Teebeutel nicht gleich weg. Mischen Sie lieber die Teereste in die Erde Ihrer Lieblingspflanze. Denn Tee und übrigens auch Kaffeesatz enthalten noch viele gute Nährstoffe, die bei Ihren Blumen viel besser aufgehoben sind als im Müll. Wir fassen zusammen. Tampons retten Pflanzen vor dem Ertrinken. Eine alte Plastikflasche übernimmt das Gießen. Und Tee und Kaffeesatz sind toller Dünger. Unsere Haare wachsen und wachsen und wachsen und wir können aktuell fast nichts dagegen unternehmen. Denn seit dem 16. Dezember, also schon seit über 7 Wochen, haben Friseursalons geschlossen. Und nicht alle bekommen eine Sonderbehandlung wie Bundesliga-Profis oder Politiker. Meine Kollegen wagen daher nun den Selbstversuch und ich gucke auch ganz genau hin. Oh nein, bisschen schief, aber geht. Ich will das nur noch Loch reinschneiden. Ah, ich halte den Rasierer falsch. Jetzt bin ich nervös. Au! Oh, ich hab mich geschnitten. Belastend. Es geht wild zu. Den Leuten geht's wie mir, sie wollen sich endlich mal wieder die Haare schneiden lassen. Doch bis die Experten wieder ran dürfen, wird's noch eine Zeit lang dauern. Ich besuche jetzt trotzdem mal meine Friseurin und frag mal nach, wie es ihr in der aktuell so schweren Zeit geht. Normalerweise bin ich rund alle 2-3 Monate hier in Straßkirchen und lasse mir von der Sophia die Haare schneiden. Jetzt ist allerdings schon ein bisschen länger her. Ich habe nachgeschaut, im Oktober war ich zum letzten Mal da. Man sieht's auch. Wie ist dir seitdem so ergangen? Also es ist ja schon eine sehr schwere Zeit. Ich muss sagen, wir haben zum Glück die Möglichkeit oder haben wir das mit dem medizinischen Zweiter, also sprich die Perücken einfach. Weil leider ist das Geschäft, sag ich mal, so extrem mit den Perücken, dass wir es weiterhin fortführen müssen bzw. auch dürfen, jetzt in unserem glücklichen Fall. Weil Chemos bleiben ja nicht aus, leider. Und schreibt dir so leid trotzdem private Zahl oder die, wo wir eigentlich wieder mal gern dich sehen würden? Ja, also es gibt mega liebe Anfragen, da wo man sagt, mal Sophia, kannst du nicht irgendwas machen oder stell mal irgendwas vor dir, das Click und Collect, das bieten wir ja auch. Bevor meine Kollegin Anna mir gleich die Haare schneidet, holen wir uns noch Tipps von der Expertin. Noch kurz die Hände desinfizieren und dann kann's losgehen. Step 1. Wir befeuchten jetzt erstmal die Haare. Oh, das wird schwierig, der Adrian hat echt eine Menge Haare. Es könnte etwas dauern. Was sind deine Erfahrungswerte? Also meine Erfahrungswerte sind so, ich habe vor kurzem meinem Freund erst die Haare geschnitten. Es war ein kleiner Fail, aber der hatte auch eine andere Haarstruktur wie du und ja, ganz einen anderen Schnitt. Also das kann man jetzt, glaube ich, aus wie kleine Maus. Oh, süß. Ich glaube, das kann man jetzt auch gar nicht so vergleichen. Also, da hat man jetzt so an deiner Stelle gar keine Gedanken. Aber du hast es einmal gemacht bis jetzt. Einmal, genau. Und ansonsten meine Schwester, wo die klein war, halt den Pony mal so nachgeschnitten oder so. So, oder? Ja. Ja. Okay. Wir legen los. Vielleicht machen wir es ein bisschen stufig, Adrian. Stufig klingt bei der Expertin gut, bei dir klingt es gefährlich. Wild. Wild. Es wird wild. Also vorher war es halt schöner. Es ist halt so ein V. Also. Wieso hast du es jetzt anders gemacht? Ja, aber ein bisschen wie vom Laufsteg, so abstrakt.
Noch geföhnt und gestylt und dann sind wir fertig. Ja? Ja, es ist. Ja, es passt. Ja, erstmal vielen Dank, Anna. Ja. Gerne, kein Problem. Weil wir darf wieder. War spannend, war lustig. Ja, finde ich. Ich finde das Ergebnis. Was sagst du? Sei ehrlich. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, ich finde es gut, aber es ist kein Vergleich zu meiner Friseurin. Und ich freue mich wirklich, wenn man wieder zum Friseur gehen kann, wenn das wieder möglich ist. Und es dann nochmal ein bisschen besser gelingt, genau. Aber dennoch top und danke. Gerne, kein Problem. Ja, ich persönlich muss an dieser Stelle in eigener Sache Danke sagen an unsere Stylistin Thyra, die auch immer mal wieder die Schere rausholt, wenn es wie eben gerade auf dem Kopf ein bisschen zu arg wird. Also danke, Thyra. Ob jedoch der Kurzhaarschnitt so clever war bei der bevorstehenden extremen Wetterlage in den nächsten Tagen, warten wir es ab. Aber heute konnte man schon noch ganz gut raus vor die Tür. Sophia schickte uns von ihrem heutigen Spaziergang dieses schöne Bild vom Schloss Nymphenburg in München. Vielen Dank dafür, Sophia. Und Sie können das natürlich auch immer gerne tun über Facebook, WhatsApp oder natürlich auch per E-Mail an redaktion@tvbayernlive.de. Und damit Sie schon mal die Woche ganz gut planen können. Es wird ziemlich extrem. Hier gibt's das Wetter. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, was da in Nord- und Mitteldeutschland alles los ist. Kräftige Schneefälle und auch ordentlich Eisregen. Also Regen, der hineinfällt in die frostige Luft, dann zu Eiskörnern wird und sofort gefriert, wenn er irgendwo auch Oberflächen trifft. Teilweise ist es auch gefrierender Regen. Das ist dann Regen, der auf gefrorene Böden trifft. So oder so, eine sehr gefährliche Lage. Und an der Grenze zu Hessen und Thüringen und auch an der Grenze zu Sachsen, da schwappt das Ganze im Laufe der Nacht auch in den Freistaat hinein. Also da bitte große, große Vorsicht. Wir sehen da schon minus 3 Grad und trotzdem Regen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Alles in der Mitte und im Süden des Freistaates. Erstmal in Warnung für diese Nacht. Es ist zwar ziemlich trüb mit einigen Nebelfeldern, ab und an auch mal etwas Sprühregen. Ansonsten aber sind wir im Plusbereich und dementsprechend ist die Glätte kein großes Thema. Schauen wir wieder nach Franken. Da bleibt die Glätte ein großes Thema. Nämlich einmal vom Hoferland rüber bis etwa zur Rhön. Temperaturen maximal um 0 Grad. Eher sogar leicht zurückgehend im Laufe des Nachmittags. Ja, und dann natürlich weiterhin gefrierender Regen möglich. Zum Abend geht das Ganze in teils kräftige Schneefälle über. Also ordentlich Glätte ab der Mainlinie. Südwärts sind wir aber noch im Plusbereich, auch wenn es ziemlich trüb und regnerisch ist. Hier haben wir nämlich den südlichen bzw. südöstlichen Wind und hier mit dem östlich bis nordöstlichen Wind kommt die kältere Luft an. Schauen wir in den Osten des Freistaats. Auch da bitte Vorsicht in der nördlichen Oberpfalz. Da ist es eben auch sehr glatt. Ansonsten nochmal positive Werte. Anfangs trocken, später zieht hier Regen rein mit bis zu 6 Grad. Der Wind ist hier deutlich schwächer unterwegs, kommt aus östlichen Richtungen. Ja, und durchaus positive Werte mit bis zu 8 Grad am Alpenrand sind auch im Südwesten des Freistaates zu erwarten. Anfangs relativ trocken, dann wird es immer trüber mit etwas Regenwind hier aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, in der Nacht zum Montag kippt das Ganze dann, verbreitet dann Schneefälle und danach rutschen auch wir in den Winter. So, und das war TV Bayern Live für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Schalten Sie nächste Woche gerne wieder ein und Sie finden diese Sendung auch bei TV Now und in unserer Mediathek auf tvbayernlive.de. Servus. Gemüseanbau nicht auf dem Feld, sondern im Wasser. Was futuristisch klingt, ist in Bayern schon möglich und schont dabei auch noch die Umwelt. Wie genau die Aquaponik funktioniert und welche Möglichkeiten sich damit in der Landwirtschaft eröffnen, sehen Sie am kommenden Samstag um 17:45 Uhr auf RTL und im Anschluss bei TV Now.